Die Kunst der Stunde GmbH präsentiert Briefsteller, Elegietrio. Ein Blick in den Briefkasten? Wieder nichts von dir. Ich müsste mich auf das Seminar morgen vorbereiten, doch mein Kopf ist leer. Drauf gepfiffen. Ich brühe mir einen Kaffee, mache es mir auf dem Sessel bequem und schwatze erstmal eine Runde mit dir. Pass auf. Weißt du noch, was wir für einen Spaß hatten, uns gegenseitig Schoten aus der Kinderzeit zu erzählen? Aber viel habe ich dir von mir noch gar nicht erzählt. Und jetzt knabbere ich an meinem Stift und weiß nicht, wo anfangen. Soll ich dir sagen, warum ich Sascha heiße? Es gab vor mir einen Bruder, der so hieß. Mit 3 Jahren wurde er krank, musste ins Krankenhaus. Dort geschah, wofür man dieses grausige Wort gebraucht, Kunstfehler. Meine Eltern entschieden sich kurzerhand für ein weiteres Kind an seiner Statt. Es wurde ein Mädchen. Das war ich. Mama hat mich anfangs abgelehnt, mir nicht die Brust gegeben, mich nicht sehen wollen. Das erfuhr ich alles später. Mein Vater hat mich aufgepäppelt, mich und Mama. Ach, Volodjenka. Ich sehe der Sonne beim Untergehen zu und denke, womöglich tust auch du das gerade. Dann wären wir also beieinander. Außerdem ertappe ich mich in letzter Zeit, dass ich deine Gesten imitiere, deine Art zu sprechen, dass ich die Welt mit deinen Augen sehe, denke wie du, schreibe wie du. Immerzu sehe ich unseren Sommer vor mir, unsere morgendlichen Etüden in Öl, schmelzende Butter auf getoasteten Brötchen. Unseren Tisch unterm Flieder, die Wachstuchdecke mit dem braunen Dreieck, weißt du noch? Ein Abdruck vom heißen Bügeleisen. Und dann das, woran du dich garantiert nicht erinnern kannst. Die Erinnerung gehört mir allein. Wie du am Morgen über die Wiese läufst und hinter dir bleibt etwas wie eine leuchtende Skispur in der Sonne zurück. Ich schließe meine Augen und stelle mir vor, du wärest hier. Küsse die deinen. Meine Lippen werden davon sehend. Alles wird gut. Ich fühle es. Das Schicksal malt mitunter den Teufel an die Wand. Doch es passt auf dich auf. Behütet dich vor wirklichem Unheil. Meine liebe Saschenka, den ganzen Tag schon laden wir aus und erst jetzt finde ich eine freie Minute, dir zu schreiben. Weißt du, was für mich gerade das Allerschwierigste ist, dir zu beschreiben, wo ich gelandet bin. Es ist unbeschreiblich. Diese Farben, Gerüche, Stimmen, diese Pflanzen, diese Vögel, alles ganz anders hier. Ob das der Anfang ist von dem, was ich seit langem anstrebe? Mein ganzes Leben, seit ich denken kann, stelle ich mir die immer gleichen Fragen. Und jetzt scheint mir manchmal, nein, es ist noch nicht die Antwort, doch ich beginne etwas zu verstehen. Nie werde ich den Moment vergessen, Sascha, wie alles still worden, als die erste Leiche vorübertrieb, dicht neben der Bordwand. Aufgedunsen, bäuchlings, es war nicht zu erkennen, ob Mann oder Frau, mit grauem Haar,
Schwer zu glauben, dass es schon morgen zur Schlacht kommen könnte, bei der ich getötet oder verwundet werde. Du weißt ja, der Mensch ist seltsam beschaffen. Er hält jeden im Umkreis für sterblich, nur nicht sich selbst. Und noch etwas ist sehr wichtig. Vielleicht liegt es daran, dass es bald losgeht. Jedenfalls sind alle meine Empfindungen geschärft. Und meine Mitmenschen, die ganze Welt geht offener mit mir um. Ich fühle mich ernster genommen, erwachsen. Ich sehe vieles anders nun, klarer. So als wäre mir ein Schleier von den Augen genommen, durch den ich das Leben früher betrachtete. Alle Sinne sind angespannt. Die Nacht ringsumher ist bis ins Kleinste zu hören. Jedes Knacken, jeder Vogelruf, jedes Rascheln im Gras. Die Sterne über dem Kopf sind näher und größer, als hätte ich bisher in einer künstlichen Welt gelebt und wäre nun zur wahren vorgedrungen. Dass ich dich liebe, sage ich dir nicht zum ersten Mal, auch wenn es mir jetzt so vorkommt. Weil meine Liebe zu dir jetzt eine ganz andere ist. Ich liebe dich. Die Wörter sind dieselben, doch ihre Bedeutung ist über sich hinausgewachsen. Wir gehören zusammen, Sashenka. Und nur das zählt. Nichts kann uns trennen. Schließlich trage ich die Verantwortung für dich. Kann mich also nicht einfach so dünne machen. Jemand muss für dich sorgen, dich liebhaben, an dich denken, mit dir mitfiebern, sich mitfreuen an dem, was dir gelingt und alles Unglück teilen. Daran siehst du, dass ich hier nicht verloren gehen darf. Erst jetzt, in solch großer Ferne von dir zu Hause, fällt mir ein, dass ich dir meine Liebe viel zu selten erklärt habe. Ich gar nicht recht wissen ließ, wie sehr ich dich brauche. Ich halte mich an dir fest, so wie ich am Leben hänge. Es ist schwer zu erklären, doch dass ich noch atme, noch in die Welt sehe, verdanke ich nur dem Umstand, dass ich dich liebe. Das Hörbuch Briefsteller Elegietrio ist als Download- oder CD-Hörbuch auf www.kunst-der-stunde.com erhältlich.